Chefinnen und Chefs der deutschen Kommunalverwaltungen beraten heute in Kassel über aktuelle Herausforderungen. Im Fokus der Gespräche der Landrätinnen und Landräte steht neben dem Bürgergeld, das Hartz IV seit kurzem ersetzt, wohl auch das neue Wohngeld. Denn bei der Umsetzung, da hakt es teilweise noch. Und darüber spreche ich jetzt mit Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Statt bisher 600.000 Wohngeldempfängerinnen und Empfängern könnten es bald 2 Millionen sein. Aber das sind natürlich alles Anträge, die erstmal geprüft werden müssen. Wie lange werden mutmaßliche Wohngeldberechtigte da wohl auf ihren Bescheid warten müssen? Ja, erstmal das Positive. Wir haben dafür gekämpft, dass die Heizkosten mit eingerechnet werden in das neue Wohngeld. Das passiert jetzt. Das ist eine gute Nachricht für die Wohngeldempfänger. Die schlechte ist, dass es tatsächlich Wochen und gegebenenfalls auch Monate dauern kann. Das hat die Bundesregierung alleine zu verantworten, die einfach keinen notwendigen Vorlauf für diese Gesetzesreform eingeräumt hat. Und das rächt sich jetzt. Wir übernehmen dafür keine Verantwortung. Bundesbauministerin Geiwitz hat ja Hilfe angekündigt. Zitat, wir unterstützen, wo wir können. Was merken Sie davon schon in den Kommunen? Ja, das bleibt sicherlich bei diesem einzigen Satz. Denn es müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort ja bewältigen. Und da kann man ja nicht über Nacht per Fingerschnipp neue Kräfte herbeizaubern. Hexen kann niemand. Tüchtig arbeiten tun unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber es wird dauern. Und manche werden warten müssen auf das neue Wohngeld. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Wie viel neues Personal würde denn gebraucht, um das Ganze jetzt schnell genug laufen zu lassen? Also theoretisch bräuchten Sie, um das punktaktuell zu bewältigen, wahrscheinlich vierstellige Zahlen. Die sind nicht verfügbar, diese Personalkapazitäten. Das hat man vorher gewusst. Und wenn man so etwas übers Knie bricht und keinen Vorlauf schafft, dann ist das das Ergebnis. Die Bürger sind am Ende sauer. Und wir erwarten, dass das nicht bei uns abgeladen wird, schon gar nicht auf dem Rücken unserer Kräfte ausgetragen wird, sondern dass Berlin dafür auch die politische Verantwortung übernimmt. Jetzt kann man einen Antrag auf das neue Bürgergeld auch online stellen auf der Homepage des Jobcenters. Warum können die Kommunalbehörden sowas immer noch nicht umsetzen im Jahr 2023? Das können wir, sofern die Schnittstelle da ist. Aber wir haben in Deutschland ja schon beim Online-Zugangsgesetz durchgängig das Problem, dass die Treppe von oben nach unten nicht richtig gebaut ist. Wir haben zwischen Bund, Ländern und kommunaler Ebene nicht die Schnittstellen, die wir heute bräuchten. Das hätte man längst machen können. Wir haben alle Fachverfahren in der Anwendung und trotzdem haben wir das nicht durchgängig am Start. Das ist auch ärgerlich. Trotzdem können wir es partiell auch in den Jobcentern anbieten, aber nicht überall. Aber warum nicht überall? Wer hat da letztendlich, ich sag mal, die Digitalisierung vielleicht ein bisschen verschlafen? Ja, hier ist ganz klar die staatliche Ebene ins Visier zu nehmen. Hier hätte man längst dafür sorgen müssen, dass die technischen Probleme gelöst werden. Das dauert aber alles in Deutschland. Es gibt Konferenzen um Konferenzen, aber keine Lösungen. Wir brauchen eine einheitliche Schnittstelle. Unterschiedliche Anbieter, unterschiedliche Fachverfahren sind überhaupt nicht das Problem, sondern dass die unterschiedlichen Ebenen, um das platt zu sagen, nicht miteinander sprechen können. Daran hapert es und dafür sind Bund und Länder verantwortlich. Jetzt ist es ja aber nicht das erste Mal, dass der Bund Maßnahmen beschließt und die Kommunen müssen sie dann umsetzen, relativ schnell umsetzen. Warum sind die Behörden da immer noch nicht drauf eingestellt? Gibt es da nicht mal ein universelles System, das man in Gang setzen könnte? Ja, also zaubern kann niemand. Es ist erforderlich, dass wir die unterschiedlichen Ebenen miteinander kommunizierbar machen. Und daran hapert es nach wie vor. Diese Schnittstellenproblematik liegt auch seit längerem auf dem Tisch. Wir drängen darauf, dass entsprechende Lösungen hergestellt werden. Aber die Mühlen mahlen in Deutschland auch hier noch viel zu langsam. Es wirkt so ein bisschen, als würde da jetzt jeder mit dem Finger auf den anderen zeigen. Wer ist aus Ihrer Sicht jetzt ganz konkret der Schuldige? Ja, im Wesentlichen der Bund. Da muss die Treppe, wie gesagt, von oben nach unten gebaut werden. Und damit wir auch die kommunale Ebene anschlussfähig halten, das ist bisher nicht passiert, wird aber höchste Zeit. Es wird uns ja Estland als kleiner Staat dort vorgehalten als Lösung. Dort ist es einfacher. Wir sind ein größeres Land und hier hätte Deutschland längst Vorkehrungen treffen müssen. Es gibt einen Minister für Digitales in der Bundesregierung und es gibt aber keinen Fortschritt.
Dann spreche ich noch ein anderes Reizthema an, das genau damit zu tun hat. Die Finanzierung des ÖPNV, Stichwort Deutschland-Ticket. Sehen Sie da inzwischen schon alles geregelt zwischen Bund und Kommunen? Nein, überhaupt noch nicht. Man macht das ja in Deutschland auch völlig verkehrt herum. Man nennt erst Preise, ruft diese auf, ohne die Infrastruktur entsprechend bereitzustellen, ohne neue Verbindungen gerade in der Fläche herzustellen. Wir sind sehr dafür, dass wir attraktive Verkehrsverbindungen auch gerade in der Fläche haben. Wir sind auch für attraktive Preisgestaltungen. Aber ein Preis in Bund-Länder-Verhandlungen durch den Bund festzusetzen, danach versuchen, die Infrastruktur zu schaffen und dann zu schauen, welches ÖPNV-Angebot stelle ich dann auf. Das ist unseriös. Und wir fürchten auch hier leider, dass am Ende die Kosten bei den kommunalen und privaten Verkehrsverbünden vor Ort nicht ausreichend werden und wir dann am Ende kommunal in Milliardenhöhe die Zeche zu zahlen haben. Das ist eine verkehrt herum gemachte Politik in Deutschland, die damit auch am Ende den Menschen nicht hilft. Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages hier bei Tagesschau 24. Danke für das Gespräch. Sehr gerne.